So Leute, der letzte Stream, den es jemals geben wird hier auf Juno, oder generell, vielleicht auch der letzte, den es geben wird bei mir. Ich werde jetzt nochmal sowieso irgendwo auf YouTube hochladen, wird, und ich werde anschließend auf meinem YouTube-Kanal irgendwie was hochladen. Also ich habe einen Bescheid von der BLM gekriegt, wie jetzt mittlerweile viele von euch schon mitgekriegt haben. Und es ist tatsächlich so, ich habe jetzt versucht, weil die auch ein Video darüber gemacht haben, die Anwaltskanzlei WBS, glaube ich, heißen sie. Also, ich habe den Namen vergessen, verdammt. Ich habe auf jeden Fall diese Anwaltskanzlei auch nochmal gefragt. Die haben ein Video über mich gemacht, Drachenlord. Wartet, wo habe ich es denn? War das doch. Hier. Christian Zeunke, Kanzlei WBS ist das. Ist ein YouTube-Kanal. Die haben ein Video über mich gemacht. Schon mehrfach jetzt auch. Anwaltskanzlei, das ist so ein Anwaltsding. Und ich habe jetzt versucht, gegen dieses Schreiben von der BLM zu klagen. Oder will das jetzt versuchen, weil ich habe denen niemals, ich sage das jetzt hier auch öffentlich in einem Stream, und also wie gesagt, das ist der letzte Stream, den es hier geben wird anscheinend. Ich habe versucht, dagegen jetzt vorzugehen, oder will dagegen auch noch nach wie vor vorgehen. Eigentlich bin ich sehr zuversichtlich gewesen, dass das niemals sein wird, ne? Dass es das nicht sein kann, weil zum einen haben wir nicht genug Zuschauer. Ja, heute jetzt vielleicht dann doch mehr jetzt. Wir haben gar nicht mal 204 Zuschauer, wobei jetzt das Stream natürlich gerade erst angefangen hat, das wird wahrscheinlich tausende Leute hier gleich sein. Aber normalerweise haben wir im Schnitt, wir haben ja durchschnittlich im Stream aktive Zuschauer zwischen 200 und 300 oder 150 und 300, so im Schnitt, und 500 ist maximal eigentlich. Aber die berufen sich auf das Recht, weil es möglich ist, dass halt mehrere Zuschauer gleichzeitig da sind, dass man halt deswegen streamen, dass man deswegen halt die Situation hat. Also die berufen sich quasi auf das Recht, weil es möglich ist, durch das Internet, die Verbreitung, nicht auf die tatsächliche Sachlage der Leute, die aktuell da sind. Wir haben eine Gesamtzuschauerzahl in der Stunde von 1500, 1600, 2000. Das sind aber die gesamten Zahlen, die wir im ganzen Stream haben. Nicht die Zahlen, die wir im aktiven Zuschauer, also die tatsächlichen derzeitigen Zuschauer. Ja. Hier wird geschrieben, ich lese es mal kurz vor. Der Antrag von Herrn Rainer Winkler vom 29.06.2018, den ich nie gestellt habe, sondern den Hater, meine Urkundenfälschung betrieben hat. Also er hat quasi meine Unterschrift gefälscht und hat es dann quasi an die geschickt. Und die sind so dumm gewesen, das zu prüfen, haben dann angeblich an mich Briefe geschickt, die nie angekommen sind. Also wieder mal das typische Hater-Verschwörungsscheiß. Kurzum, der Antrag auf Verbreitung des Fernsehprogramms Drachenlord im Internet abgelehnt. Verfluchten Wichser, Alter. Fernsehprogramm Drachenlord.
Was habe ich hier auf meinem scheiß Streaming-Kanal je gemacht, was mit Drachenlord zu tun hat, ihr Idioten, Alter? Der Drachenlord ist ein Format auf meinem YouTube-Kanal. Auf YouTube, nicht im Stream. War noch nie so. Im Klartext. Danke. Danke, dass ihr mein Leben zerstört. Nur weil ihr nicht in der Lage seid, euer eigenes Leben besser hinzukriegen, müsst ihr das Leben von anderen Menschen zerstören. Ich habe mir aus dem Nichts was erschaffen. Ich habe mir aus dem Nichts was erschaffen. Noch dazu gegen so viel Hass und so viel Hate. Gegen so viele Asoziale, die nur Scheiße bauen. Keiner von euch hätte auch nur ansatzweise einen Tag überlebt, geschweige denn 5 verdammte Jahre.